Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ja, ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet hier. Wow, wir machen heute mal unser erstes Angezockt-Video. Und hier auf diesem Kanal ÖPNV-Simulation, wer schon auf Microraser TV war, der weiß ja, dass ich das da öfter gemacht habe. Ja, ist das jetzt das erste Spiel, was wir uns heute mal hier im Angezockt-Format mal anschauen werden. Und zwar ist es der Busfix-Simulator 2019. Ja, ich weiß, jetzt sagt der ein oder andere, das hat doch mal nichts mit ÖPNV zu tun. Ja, das ist richtig, das stimmt auch. Allerdings, fahren wir viel Bus, also müssen wir auch irgendwann mal Busse reparieren, oder? Deswegen, wir schauen uns das Ganze an. Ihr seht, das Ganze kommt vom Playway, also wird published. Und entwickelt wurde das Ganze von Next Step Games. Und wir spielen das Ganze hier auf der Nintendo Switch. Ja, da ist es nämlich erschienen. 5,99 € kostet das Ganze da. Ich habe Gott sei Dank nicht einen Cent ausgeben müssen, da nämlich dass es da so ein Belohnungssystem gibt, wenn du da was kaufst, ja, so eine sogenannte Gold Point, und die kannst du dann halt zum Beispiel einsetzen, um halt das nächste Spiel, was du dir kaufst im E-Shop oder sonst irgendwo, da ein paar Prozente zu holen. Und ich hatte so viele Prozente, dass ich das Ding hier eigentlich umsonst bekommen habe. Ich glaube, 6 € ist, glaube ich, dafür viel zu viel, viel zu viel. Wir schauen mal ganz kurz nach, Englisch, Polski. Ja, da haben wir Deutsch, jetzt waren wir zu schnell, denn wir wollen das Ganze ja natürlich auch ein bisschen verstehen. Wer natürlich hier die ganzen Car-Mechanik-Simulatoren kennt, ja, der wird dann so in etwa wissen, was das Ganze hier ist. Herzlich willkommen im Spiel Busfix 2019. Berühre oder benutze den Joy-Con, um fortzufahren. Spielen das Ganze hier mit dem Pro-Controller. Im Oberpanel sind die Informationen über das verdiente Geld, die Spielerstufe und die erworbenen Coins. Aha. So, vertetteln wir unsere Zeit nicht, die ersten Kunden warten schon. So, da haben wir jetzt einen Bus. Keine Ahnung, was das für ein Modell sein soll. Wechsel deine erste Aufgabe und lese sie bitte. Ja. Während des Bremsens kann man ein deutliches Quietschen im vorderen Bereich des Autos hören. Auch schön, auch schön. Hier wurde einfach praktisch, die Modelle wurden einfach umgeswitcht, ja. So, ach ja, das ist eine schöne Grafik. Da freue ich mich. Also Playway, muss man sagen, die wissen, wie man ab sofort absolute Spiele hier präsentiert. Ja, in schönster Manier. So, das Auto allerdings ist schon in der Werkstatt. Markiere es, um mit dem Service anzufangen. Gut, dann wollen wir mal am Auto arbeiten. Nein, das ist doch, ist das wirklich die ihr Ernst? Ja, die können doch nicht sowas hier auf die Beine stellen. Jetzt mal ohne, ja, Leute. Das ist ja, oh weia. Ja, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie noch eine PC-Version von geben soll, zukünftig mal. Lass uns mal überraschen. Möchtest du den Service anfangen? Natürlich. Die Teile für die Reparatur sind in der Gruppe geteilt worden. Die Scheinwerfer, die Scheiben, das Innere, die Räder, der Motor und das Fahrgestell. Um die Türe zu öffnen, berühren Sie oder drücke die ZL-Taste. Warum soll ich die Türen öffnen? Die ZL-Taste. Jetzt wähle die Navigationsdesktop. Das kannst du durch das Drücken von Y. Aha. Wow, spektakulär. Okay, wir drücken Y-Taste, da passiert schon mal gar nichts. Achso, nein, wir haben mit X-Taste gedrückt. Nein, was ist das denn? Ist das der Fahrersitz? So. Du erhältst den Zugang zur Motorgruppe durch den Ausfall von Maske. Du erhältst den Zugang zur Motorgruppe durch den Auswahl von Maske. Alles klar. Du kannst auch den Y kontrollieren. Ich glaube Y. Aha. So, da haben wir hier den Motor, denke ich mal, so soll das sein. So, um zur Chassisgruppe überzugehen, wähle das Fahrgestell des Autos. Du kannst auch den Y-Knopf drücken. Spektakulär. So, was haben wir noch? In diesem Auto gibt es ein Problem mit den Rädern. Schauen wir uns die Informationen über die aktuellen Reparaturen an. Wenn die kaputten Teile bereits diagnostiziert wurden, wird man es hier sehen. Während des Bremsens kann man ein deutliches Quietschen im vorderen Bereich des Autos hören. Das Autos, hier sei nochmal gesagt. So, wir wissen nicht, welches Rad defekt ist. Wir müssen es herausfinden. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. So, dieses Rad muss ausgewechselt werden, weil es rot ist. Das funktionsfähige Teil ist grün und das defekte Teil ist gelb. Um das Rad auszuwechseln, sollte man es erst abmontieren. Wirklich?
Alle abmontierten Teile befinden sich an einem Ort. Hier können wir die Teile durch neue auswechseln oder sie reparieren. Man kann nur ein funktionsfähiges Teil erneut montieren. Markiere das Rad, wechsle es durch ein neues aus und bringe es an die richtige Stelle an. Das ist jetzt halt noch alles Tutorial. Wähle ein Rad aus dem Lager aus, um es auszuwechseln. Verschiebe die Teilliste maximal nach links, um die geeigneten Teile anzuzeigen. Ja, ich muss hier absolut nichts machen. Das kaut mir hier schon alles echt vor, ja? Als ob ich ein bisschen... Ja, jetzt kann man das ausgewählte, nee, ausgewechselte Teil an seiner Stelle anbringen. Wow, ich muss jetzt so viel machen. So. In den nächsten Aufträgen könnte man den zusätzlichen Bonus für die schnell gemachten Aufgaben bekommen. Vergiss nicht, um die Reparatur zu beenden, muss man alle defekten Teile auswechseln oder reparieren. Während des Spiels kannst du zusätzlich die speziellen Aufgaben ausführen. Wechsle 10-mal die beschädigten Teile im Motor aus, repariere 4-mal die beschädigten Leuchten. So. Ja. Du kannst dich zu jeder Zeit mit den genauen Statistiken deiner Karriere vertraut machen. Ja. Du kannst auch gebrauchte Autos auf Auktion versteigern, reparieren und sich viel teurer verkaufen. Jeden Augenblick kannst du das Auto zum Parkplatz bringen und es im selben Stand wieder zurückbekommen. Besuchen Sie regelmäßig das Geschäft, um Ihre Möglichkeiten immer wieder weiterzuentwickeln. Wenn Sie höheren Spielniveaus erreicht haben, können Sie Reparaturmöglichkeiten von neuen Teilen, den Zugang zum Einkauf für Verbesserung der Werkstatt und die Lizenz für weitere Autos entsperren. Autos. Das ist alles, was du brauchst, um das Abenteuer als Automechaniker anzufangen. Viel Erfolg. Nein, die haben hier wirklich einfach nur 1:1 eigentlich die Fahrzeuge ausgetauscht. Das Spiel ist komplett identisch. Ja, mit diesem anderen Humbug, den es hier für die Nintendo Switch gibt, das habe ich mir extra gespart, ja. Ich dachte mir, wir gucken uns das Ganze an, weil wir fahren nun viel Bus. Ich glaube, das ist halt, ne, das könnte was werden, aber, ja, ihr seht es ja selbst, ne. So, was haben wir denn? Parkplatz ist leer, okay. Wo kriegen wir jetzt die Aufgaben her? Nein. Nein. Schau mal hier. So, hier haben wir... Sehen wir die Aufgaben? 345 Euro. Oder Dollar. 380. Ja, das sind total schöne Busse. So, der Frontscheinwerfer schaltet nicht mehr ein. Auf der Anzeigetafel sieht man unleserliche Symbole. Das Lenkrad zittert stark während der Fahrt. Die ganze Zeit höre ich ein Klopfen im Fahrgestell. Die linke Scheibe ist beschädigt. Wir haben Probleme bei der Inbetriebnahme des Motors. Ja, alles klar. Das sieht ein bisschen einfacher aus wahrscheinlich. So, der Frontscheinwerfer schaltet nicht mehr ein. Die Anzeigetafel der Steuerung schaltet von Zeit zu Zeit ab. Bei größeren Unebenheiten höre ich von hinten laute Anstöße. Wir haben Probleme bei der Inbetriebnahme. So, dann haben wir das Ganze jetzt immer. So, wie war das? Ich muss hier die Tür öffnen. Mach die Tür auf. Nein. So, möchtest du den Service anfangen? Ja. Tür öffnen. Wow, spektakulär. Ah, ja, ja, also dass da Playware hintersteht, das ist schon bitter. Das ist schon wirklich bitter. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Was ist denn hier alles? Mit Y irgendwas wechseln, äußeres Rad. Inneres Rad. Ah, so funktioniert das. So, Befestigung, Stoßdämpfer, Querlenker. Äußeres Rad, aha. Befestigung, Querlenker. Und wo sehe ich, was kaputt ist? Bei den Prozenten. Achso, mit der Taste. Aha. Also das ist irgendwie ein bisschen... Aber warte mal. Hier war auf jeden Fall die Scheibe, oder? Wo waren diese gute Scheibe? Ach nee, das war der andere, ne? Der andere Kollege war das. So. Was war das? Ja. So, dann müssen wir mal hier. Schauen wir mal. Also laut dem hier ist doch alles ganz. Ich verstehe jetzt nicht, was jetzt da alles...
Problem an der Sache ist, also ich muss dazu sagen, ich habe schon viel diese Spiele gespielt hier. Aber irgendwie, du musst zuerst Behälter für Kühl. Aha. Von der Zeit zu Zeit muss man Werkzeuge für das Aufdrehen der Teile benutzen. Aha. Nimm den richtigen Schlüssel aus der oberen oder mittleren Schublade der linken Sticks. Aha. So, was war das? Ein Achter, ne? Ausgezeichnet, dass das Drehen ist nach links. Er dreht auf jeden Fall mega schnell. Aber das ist doch nicht das, was ich jetzt eigentlich wollte. Was hat der jetzt gemacht? Ah. Jetzt zeige ich einfach mal den ganzen Motor, würde ich sagen. Ja. Ach, hier kann man auch noch wechseln. Ah. Da haben wir schon mal das, was kaputt ist. So, das ist kaputt. So. Und das war auch kaputt. Das da. Ich mal stark davon aus. Oder zeigt das halt grün an, ne? Also. Oh. Gut, dann war es das doch nicht. So, warte mal. Komme ich hier irgendwie nach oben? So. Er wird Spielerstufe 2. Ah, hier. So. Hier haben wir das Problem noch nicht gefunden. Hier auch noch nicht. So, hier haben wir die Beine. So, hier fehlt noch. Wir haben ein Problem mit der Inbetriebnahme des Motors. Das ist halt alles wirklich absolut total billig gemacht. Also wer schon mal den Car-Mechanik-Simulator auf dem PC gespielt hat, also das ist komplett der Ölfilter hier. So, naja. Ja. Oh, das ist ein bisschen. So. Mit der ZR-Taste müssen wir das machen. Ja, spektakulär. So, was haben wir jetzt noch? Jetzt haben wir, der Frontscheinwerfer scheint kaputt zu sein. Alles klar, dann wechseln wir mal hier kurz mal. Nein. So. Der ist kaputt.
Okay, und die Anzeigetafel der Steuerung schaltet von Zeit zu Zeit ab. Drück immer die falsche Taste. Der Fahrer sitzt, der hat auch schon ein bisschen. Raus damit! Raus mit dem Sattel! So. Achso, okay, das macht Sinn, oder? Die Anzeigetafel der Steuerung schaltet von Zeit zu Zeit ab. Da ist der Fahrersitz schuld. Oh, da hat sich ein ganz schlauer Mensch hintergesetzt. Meine Güte! Nein, das kann doch nicht wahr sein. So, Lizenz City Standard. Jetzt sehen wir mal die Busse, die hier dabei sind. Also es ist kein reales Modell dabei. Und ich habe eigentlich auch nichts anderes erwartet. Hier sehen wir sie mal. Ja, amerikanischer Schulbus hier. Also die Modelle, die sind... Kannst du vergessen. So, was haben wir hier? Achso, das ist das. Hier können wir die Hauptvulkanisation, Reparaturen, Austausch der Reifen. Alles klar. So, und ja, wo kann ich jetzt hier die Sachen jetzt tauschen? So, hier haben wir ja das hier. Ja, ich würde gerne. Der Anlasser ist ganz. Wie kann ich denn jetzt hier. Ah, hier oben geht das. Oh. So. Die gelben Teile benötigen eine Reparatur. Bei der Verschiebung oder beim Klopfen, geh nach dem Muster vor. Du kannst auch den linken Stick der ZR-Taste benutzen. Je nachdem, wie die Reparatur fortschreitet, verringert sich das Niveau. Ich hab alles verstanden. So, sehr schön. Dann können wir das Teil wieder schon wieder einbauen. So, und das müssen wir austauschen. So, also wir brauchen das... Den Auspufftopf-Typ A. Oh nein. Nein, geh darüber. Auspufftopf-Typ A2. Ich hab einfach alles abgebaut. So. Der Ölfilter. So, das haben wir auch. Witzig ist, dass mir das auch kein Geld kostet, sag mal. Ach so, okay, macht Sinn. Dann wird denn der ist jetzt für Teller. Jetzt geht auch der Scheinwerfer, die Elektronik wieder. Oh. Ich glaube, das war der linke, ne? Ja, das war's wohl.
So, und damit haben wir den Auftrag abgeschlossen. Spektakulär. Was das ein Spiel. Glückwunsch! Ja, die neue Stufe des Spielers. 2. Neue Elemente. Fantastisch. Glückwunsch, du hast die Aufgabe erfüllt. Erwirbt. Heieiei. Wollen wir noch einen Auftrag? Ja, einen Auftrag machen wir noch. Einen Auftrag machen wir noch. 300, 150, 400. Komm, ja. Ein Perle-Ding, das machen wir. Wir müssen ja eh nichts machen, groß. So, also. Eieiei. Da sehen wir schon mal, die Scheibe ist kaputt. So, den Service wollen wir natürlich hier anfangen. Und zwar haben wir hier die Scheibe. Und raus mit dir. Und hier auch. Und raus mit dir. Ja, gib doch mal. Raus mit dir. Er springt dann halt immer irgendwo hin. So, da haben wir den Reifen, der ist schon mal hinüber. Was sagen denn die Scheinwerfer hier vorne? Ich komme nicht zu den Scheinwerfern. Raus. Ey, das ist eine Beleidigung. Das ist wirklich eine Beleidigung für jeden, der Fahrzeugmechaniker ist. Ja, also das ist... Also, wenn ihr sowas spielen wollt, dann holt euch lieber den Car-Mechanik-Simulator vom PC her. Aber das ist die reinste Frechheit hier eigentlich. Wie komme ich denn jetzt da hoch, da? Nix. Das ist auch nix. Auch nix. Es gibt ja so unglaublich viele von diesen Spielen tatsächlich. Die sind teilweise auch extrem gut durchgekommen, aber das ist hier halt einfach so ein richtig, richtig böser Mobile-Quatsch. So, was haben wir hier noch? Ventilator, Keilriemen, sieht auch gut aus. Oh. Warum kann ich das hier nicht bestimmen, wie der hier gehen soll? Das ist wahrscheinlich auf diesen Touch ausgelegt hier. Das Getriebe sieht auch nicht mehr so gut aus, wenn ich das mal so... Oh. Wisst ihr, wie viele Einzelteile das eigentlich sind, wenn du das Getriebe rausbaust? Nein. So, das schaut alles gut aus hier. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Naja. Das ist defekt. So, haben wir denn alles jetzt entdeckt oder fehlt hier noch irgendwas? Das haben wir. Oh, hier fehlt noch was am Rad. Das haben wir. Und, Achso, ne, wir müssen uns noch auf den Fahrerplatz setzen, weil da ist der Sitz wieder kaputt. Ach. Dass die das ernsthaft meinen. Ja, genau, es ist wirklich der Sitz. Ah, Mann. Da weißt du nicht, ob du weinen sollst oder lachen sollst, ja wirklich. So, wir müssen aber nochmal zu den Reifen. Irgendwo haben wir hier was übersehen. Irgendwo ist hier noch ein Knackpunkt.
So, was haben wir denn jetzt? Ja, es wäre natürlich cool, wenn man auch sehen könnte, um welchen Reifen es sich gerade hierbei handelt. Ich meine, wir können natürlich hier auch alles abnehmen, selbstverständlich. Weil wir sehen halt die Bremse dadurch natürlich nicht. Nee, die natürlich nicht. So. Dann machen wir den einfach mal ab hier. Oh, das ist auch alles gut. Das ist auch alles gut. Das ist auch nichts, was mir jetzt auffällt. So, na denn. Das ist nichts. Auch nichts. Auch alles gut. Tja, bei den Reifen weiß ich nicht. Da fehlt mir wohl noch was. Oh, wo komme ich denn da jetzt hin? So. Das Lenkrad zittert stark während der Fahrt. Das Fahrzeug zittert stark. Dann sind wir hier eigentlich schon richtig. Die Lenkstange, aber die ist ganz, oder? Auseinanderbauen hier. Bremsklötze. So, stimmt, die sieht man ja auch nicht. So, das ist hier die andere Lenkstange. So, jetzt haben wir eigentlich alles, was vorne ist. Kann er jetzt nicht die ganzen Reifen hier zerlegen hier? Gottes Willen. Aber wenn das Spiel das so möchte, dann tun wir das dann natürlich. So, ich habe jetzt hier echt nichts gefunden, ne? Das soll mir mal einer vormachen. Ah, guck mal, da ist eine Bremse kaputt. Aber das ist doch jetzt nicht alles, oder?
So, wir haben nichts mehr. Okay, toll. Es waren zwei Bremsklötze. Was hat das mit Vibrieren zu tun? Ich weiß es nicht. Gut, jetzt dürfen wir erstmal alles wieder reparieren. So, da gehen wir jetzt hier drauf. Und jetzt hier. Oh Gott. So, wir brauchen rechte Scheibe 2. So, ach ja. Rechte Scheibe 2. Rechte Scheibe 4. Und rechte Scheibe. Wie viel ist das passt? Rechte Scheibe 1. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen Vorderscheinwerfer links. Wir brauchen das Rad. Gibt ja keine verschiedenen Räder oder so. Nein. Der Alternator. Ölfilter. Natürlich, den brauchen wir noch, damit die Elektronik wieder funktioniert. Ah, Leute. Was tut mir dieses Spiel hier an? Hier, habe ich einfach alles zerlegt. Genau. Und hier mein Bremsklotz B. Der Bremsklotz B. So, dann haben wir eigentlich alles. Okay, dann können wir jetzt... einfach jetzt nur noch permanent hier da aufdrücken. Ja, spektakulär. Gut, also wie gesagt, es sind halt nur 5 Euro gewesen oder sowas. Da kann man mal drüber hinwegsehen, aber jetzt so das ultimative Ding jetzt für die Nintendo Switch ist jetzt natürlich nicht. Ja, also das, wie gesagt, der K-Mechaniker, der ist genauso. Und so diese Spielreihe, also so wie das jetzt hier zum Beispiel aufgebaut, ähnelt sehr stark an diesem Mobile-Spiel. Ja, da war es halt auch so super simpel gehalten. Also wo wir hier vielleicht 100 Teile haben oder sowas, gibt's, wie gesagt, diese Mobile-Spiele, die sind halt identisch halt. Ja, das ist halt super einfach. Wie gesagt, hier haben wir 100 Teile oder sowas. Und bei der PC-Version bist du bei 300, 400 Teilen. Also das ist ein riesengroßer Unterschied. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt hier erstmals hier für die Nintendo Switch erschienen ist und jetzt nicht für den PC oder sonstiges. Ich glaube, Playbell hat sich dabei schon seine Gedanken gemacht oder sowas. Ja. Allerdings muss ich hier wirklich sagen, so, meh, also das ist halt absolut Schrott. Das ist man eigentlich vom Playware nicht gewohnt, ja, dass man, also Playware, die publishen wirklich viele Simulationen, also das sind nicht wirklich, alle sind Gold wert, ja, aber das hier zählt definitiv nicht mit zu den Titeln, wo sich Playware mit rüsten kann, auf jeden Fall. Also es sollen ja dieses Jahr noch einige so Mechanik-Simulatoren wiederkommen halt, ne, wie gesagt, zuletzt hier der K-Mechanik-Simulator, der eigentlich großartig war.
Ja, wie gesagt, das Ding hier reizt überhaupt nicht. Jetzt kommt noch irgendwann der Panzer-Simulator, der Panzer-Mechanic-Simulator und es kommt einfach noch unglaublich viel Grütze. Also das ist wirklich schade, verschenktes Potenzial hier. Ich glaube, eine PC-Version ist irgendwie mal angeplant gewesen, habe ich irgendwann mal gelesen vor Ewigkeiten. Ja, warum, wie gesagt, das jetzt noch nicht erschienen ist. Vielleicht sieht die PC-Version ganz anders aus. Sollte eine PC-Version natürlich kommen, wenn wir uns das hier Ganze natürlich anschauen, gehe ich mal stark davon aus. Ja, und somit möchte ich es eigentlich hiermit auch schon belassen, weil ihr habt gesehen, also so spektakulär ist das Ganze jetzt hier also nun doch nicht so mit dem Bus Mechanic Simulator oder Busfix 2019. Ja, ja, das ist auch das erste Mal, dass wir die Premiere-Funktion benutzen. Könnt ihr ja gerne mal hier reinschreiben, wie euch das Ganze gefallen hat. Ob wir sowas zukünftig dann öfter machen sollen. Ja, mit diesen angezockt Videos oder sowas. Dann kann man das Ganze ja dementsprechend ja, einplanen, falls mal wieder sowas Spektakuläres hier kommt wie der Busfix 2019. Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag. Wir sehen uns dann zum nächsten Part wieder. Also nicht zum nächsten Part von Busfix, sondern zum nächsten Part von, weiß ich, Lotto, Susi, Omsi. Nee, das ist ein bisschen anspruchsvoller als das hier, was wir heute hier gesehen haben. Und damit verabschiede ich mich hier. Daumen nach oben, falls euch das Ganze gefallen hat. Und sonst ja, sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Mal hier wieder. Ich verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.